Hallo ihr Lieben, ich bin die Niki aus Nikis Zauberwerkstatt und ich möchte euch zuallererst mal ein frohes neues und vor allem gesundes Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht und euch geht's gut. Im neuen Jahr starten wir gleich mal mit Produkten aus dem neuen Frühling-Sommer-Mini-Katalog 2021. Und da habe ich euch gleich mal eine Karte mitgebracht, die man, ja, den Valentinstag ist im Februar, kann man sich schon mal vorbereiten und ja, man kann sie aber trotzdem zu jeder Gelegenheit auch verschenken, wenn man jetzt jemanden extrem gern hat oder so. Ich finde, dann ist es auch passend. Ich zeige euch jetzt, was ihr dafür braucht und was ihr wie man es macht. So. Ja, ich muss mich jetzt wieder warm reden hier. Ich habe schon länger nicht mehr vor der Kamera. So. Ihr braucht zuerst. Ich habe es jetzt einfach in der Farbe Rokoko Rosa gemacht. Man kann es auch in jeder anderen Farbe machen, natürlich, ganz klar. Ihr braucht eine Basis mit flüsterweißem Farbkarton in den Maßen 27 cm auf 13,5 und gefalzt wird es in der Mitte auch bei 13,5. Das habe ich schon vorgefalzt und jetzt knicken wir das einfach um hier. So, dele. Dann habe ich benutzt diese Ausstanzung, und zwar, die kriegt ihr aus dem Stanzformen-Set Herzensblüten. Da hat es jetzt, ich zeige euch das mal, da hat es jetzt ganz schöne, ja, da braucht ihr einmal dieses Fähnchen. Das habe ich jetzt in unserem Metallic, der neuen Metallic Folie. Ich zeige euch das gleich im Katalog noch, wo ihr das findet. Die habe ich ausgestanzt. Dann braucht ihr diese Herzreihe. Die findet ihr hier. Und wo habe ich es jetzt hin? Da habe ich es jetzt hier. Das habe ich hier aus flüsterweißem Farbkarton. Da braucht ihr einfach einen Rest so von ungefähr. Lasst euch mal messen hier. Ja, so 11 cm auf 11 cm. Und da stanzt ihr euch hier dieses Ornament hier aus. Genau. Das Herz dazu ist das, was dann übrig bleibt, wenn ihr das ausgestanzt habt. Das braucht ihr also dann auch noch. Und dann hat sie einfach noch so kleine Blüten. Da habe ich jetzt einfach auch aus dieser passenden Folie, Metallic-Folie, habe ich jetzt einfach diese Rose genommen. Auf dem Bild hier oben ist diese, ja, Lotusblüte, würde ich jetzt sagen, ist es mal. Ja, genau. So, eben, da habt ihr ganz tolle Stanzformen hier drin. Und ich zeige euch jetzt dann gleich im Katalog, wo ihr das finden könnt. Mal wieder verräumen hier. Das findet ihr auf der Seite 11. Da habt ihr hier, genau, da oben drin, das gibt, es sind zwei Produktpakete. Ich meine das erstere. Und da ist noch das Stempelset mit dabei. Wenn ihr das im Bundle bestellt, ist es wie immer 10% billiger. Ich habe jetzt hier das Stempelset eben dazu in meinem Herzen. Und ich habe hier gleich diesen schönen Spruch genommen. Du bist mein Happy End. Das ist hier so schön geschwungen. Und es passt hier optimal dann hier in dieses Fähnchen rein. Na, gut. So, vom Papier her habe ich das aus dem Celebration genommen. Die ist ja... Die läuft ja jetzt von Januar bis einschließlich Februar.
Da könnt ihr euch bei einem Bestellwert von 60 Euro könnt ihr euch einfach das Designerpapier gratis mit dazu bestellen. Ich zeige euch das mal. Das hat hier ganz verschiedene, sind verschiedene Farben drin. Also hier einmal in, oh Gott, was hat das jetzt für, was sind denn das für Farben? Schauen wir doch mal. Bermuda-Blau, Brombeermus, grüner Apfel, Rokoko-Rosa und Flüsterweiß. Genau. Das ist jetzt quasi Bermuda-Blau. Dann habt ihr, und es gibt es hier auch, wie soll ich sagen, ihr seht hier mit den Kreisen und da hat es einfach nur so im Farbverlauf. Dann habt ihr das Ganze gleichzeitig auch in Apfelgrün. Na, so, seht ihr. Dann habt ihr es in Rokoko-Rosa. Und hier eben auch nur mit Farbverlauf. Und hier habt ihr es in Brombeermus. Und hier in, ja, das ist Apfelgrün. Ich glaube, das hatten wir vorhin schon. Genau, genau. Brombeermus. Also ganz, ganz tolle Farben, ganz, ganz tolles Papier. Sehr dezent, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, hat, lässt Raum für Verschnörkelungen und so. Ne? Dann wird das Ganze nicht so unruhig. Und ja. Also wie gesagt, aus der neuen Celebration-Broschüre hier raus, da könnt ihr das rausnehmen. Wie gesagt, 60 Euro Bestellwert und ihr könnt euch das gratis mit dazu holen. Alles klar. So, tun wir das mal wegräumen hier. Genau. Ich habe es jetzt hier einmal mit dem Farbverlauf gemacht, ohne die Kreise. Und jetzt machen wir es einfach mal mit diesem Farbverlauf. Na, dann mal gucken, wie das so kommt. So, jetzt tun wir das gleich mal hier draufkleben. Ich nehme jetzt da natürlich meinen Kleberoller. So, könnt es natürlich auch mit eurem Tombow machen oder mit doppelseitigem Klebeband, das bleibt euch überlassen. Und mit was ihr lieber arbeitet, so gut andrücken. Jawohl. So, dann kommt unser Ornament. Ich habe das jetzt schon mal vorausgestanzt. Weil sonst wird das ganze Video einfach zu lange. In dieser Karte habe ich jetzt nochmal die Blätter extra dazu gestempelt. Die habe ich zwar jetzt hier schon mal auf den Block gezogen, aber ich glaube, das wird jetzt fast zu viel, durch das, dass die Kreise schon drauf sind. Das sind jetzt quasi diese Blätter hier. Die habe ich jetzt hier schon hier drauf gestempelt in Rokoko-Rosa. Und die mache ich jetzt aber nicht drauf, weil das wird mir sonst zu viel. Und jetzt nehmen wir das Herz und kleben das mit Abstandshalter. Mit unseren Dimensionals kleben wir jetzt das hinten drauf. Da würde ich jetzt einfach die kleinen nehmen, weil sonst wird das einfach zu groß. Das ist dann, ja, am Schluss stehen die über und das ist dann auch doof. Das wollen wir ja nicht. Aber die Karte muss ja so jetzt nichts groß aushalten. Also von dem her ist es, macht jetzt einfach überall hier auf den dickeren Stellen, wo man gut was drauf machen kann, macht er das einfach da drauf. Und dann können wir das auch gleich abziehen hier. Genau. Das ist halt immer noch ein bisschen Gefummel hier. Da habe ich es nicht erwischt. So. Und hier noch. Genau. Immer noch nicht erwischt. Das ist immer noch drauf. Ach, so ein kleines Dingelchen. So. Jetzt guckt er, dass er schön die Mitte erwischt. Damit es überall gleich viel Abstand hat. Und dann macht er das schon mal hier drauf. Genau. So, gut andrücken. Jawohl. So.
Das Herzchen tun wir jetzt einfach mal kurz auf die Seite legen. Wir nehmen uns jetzt hier mal diesen Wimpel zur Hand. Und da hat es hier, da stanzt es euch, beziehungsweise falzt es euch, wenn ihr es ausgestanzt habt, gleich hier die Falzrillen mit ein. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen, ja, vielleicht seht ihr das ja, wenn ich es, genau, seht ihr die zwei Striche jeweils rechts und links. Da biegen wir jetzt den ersten Strich hier nach unten weg und den zweiten nach oben weg. So, seht ihr? Weil dann ist es nämlich dann so. Ne? Könnt ihr das erkennen? Ja, ich denke schon. Ne? Das gleiche machen wir dem auch. Den ersten hier machen wir nach unten weg und den zweiten kippen wir nach oben weg. Und dann haben wir hier quasi so einen Wimpel, der ein bisschen steht. Ne? Der stellt sich so auf dann letztendlich. Und darunter kleben wir jetzt unser Herz. Jetzt müsst ihr halt nur schauen, wie ihr das hier am besten drauf macht. Ich setze es jetzt mal so rum, weil da auf der Karte habe ich es auch so rum gemacht. Und unten drunter mache ich jetzt das Herz. Genau. Wie mache ich das am besten? Schauen wir mal, geht es so drüber? Ja, dann machen wir es mal so drüber. Merkt euch ungefähr, wo die Stelle ist und macht ein bisschen Kleber drauf und setzt einfach den Wimpel hier so schräg drüber. Das Ganze gut andrücken. Das braucht ein bisschen länger, bis es anzieht, weil das einfach eine andere Oberfläche ist mit dem Folienpapier. Genau. Ich tue euch natürlich sämtliche Bestellnummern und alles, das mache ich euch wieder in die Infobox rein. Wird hier auch teilweise eingeblendet. So, und jetzt haben wir hier natürlich getintet, das ist wieder ganz toll. Ach ja, so, dann nehmen wir unsere ausgestanzte Blüte mit diesen Konturen und setzen die einfach hier oben dran. So, dann haben wir hier auch noch ein bisschen Deko. Na? So, jetzt lassen wir das einfach mal ein Weilchen trocknen und schneiden uns hier derweile das Stückchen zurecht. Das habe ich jetzt mit der Hand gemacht, weil da könnt ihr das schön schmal hier so auch geschwungen so ein bisschen abschneiden oder umschneiden, je nachdem. Ich runde es jetzt hier ab, ich tue es jetzt hier nicht eckig abschneiden. So. Genau. So. Wenn ihr das habt, dann seht ihr, dass dieser Stempel von der Schwingung her genau hier drauf passt. Und drum kleben wir uns den dahin. Ich gucke jetzt mal, ob ich das hier noch wegradiert bekomme. Das ist ja. Ja, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr auf Folienpapier mit dem Kleber hantiert. Das ist manchmal richtig doof. Nee, das wird auch nichts. Das ist. Ja, habt ihr jetzt einfach nicht gesehen. Ja, muss ja auch mal irgendwas schief gehen. Und das schon am Anfang vom Jahr. Ist ja klar, oder? Wäre ja sonst langweilig. So, jetzt klebt er das da drauf. Schön, dass es hochpasst. Genau. Ein bisschen andrücken. So. Jetzt nehmt ihr wieder eure Karte. Guckt, wie ihr das am besten so drauf haben wollt. Und ich habe es jetzt bei der anderen Karte auch so gemacht. Ich habe jetzt das Herz, dass es hier quasi mit dem Herz ein bisschen übereinstimmt. Jetzt macht ihr heute einfach da hinten ein bisschen Kleber drauf. So, jetzt passt ihr zuerst mal das Herz hier, dass es ungefähr da reingehört, wo es hingehört. Und klebt die eine Hälfte von dem Fähnchen auf. Schön festdrücken, ein bisschen warten. Und die andere Hälfte. Und schaut, dass ihr das hier wie ein bisschen zusammenschiebt, damit es auch schön hier drauf steht. Ne? Moment. So, genau.
Wenn ihr das so habt, fixiert ihr das so einfach ein paar Sekunden. Und dass das schön fest bleibt hier. Genau. So. So, und dann nehmt ihr, hat es jetzt noch hier auch aus dem neuen Katalog, hat es hier noch diese Perlen. Ich finde, die haben gerade die richtige Farbe. Und da mache ich jetzt da oben eine hin. Ich werde es jetzt nicht an alle vier Ecken machen, weil ich glaube, dass... Weil hier, gut, hier ist es was anderes. Das ist Farbverlauf ohne Muster. Aber ich finde, hier braucht es jetzt eigentlich gar nicht. Ne? Ich finde, das eine reicht. Lass es jetzt auch beim einen. Das ist okay so. Und hier habe ich jetzt innen diese Herzensreihe reingemacht. Ich hatte noch einen Rest, den habe ich mir einfach so diagonal da reingeklebt. Hier habe ich ein längeres Stück. Das machen wir jetzt da innen rein. Also entweder klebt ihr das jetzt hier am Rand entlang oder unten ran. Aber ich glaube, ich mache es am Rand. Dann ist es okay. So, jetzt nehmt ihr euren Kleber und fahrt hier am Rand ganz dünn. Ganz dünn. Damit es nicht so... Also müsst ihr echt aufpassen beim Drücken, dass ihr wirklich nur einen dünnen Streifen habt. Wenn möglich gerade. So. Und dann macht ihr euch einfach den Streifen mit der Seite, wo man kleben kann. Legt ihr das so gerade drauf. Genau. Vorsichtig, damit es auch nicht verrutscht. Ein bisschen andrücken. So. Genau. Könnt ihr noch verschieben, wenn ihr das wollt, bis der Kleber angetrocknet ist. Das ist immer noch ganz hilfreich. Manchmal kommt man ja doch ein bisschen schief. So, und den Rest schneiden wir uns hier einfach ab. Bündig mit der Karte. So, gucken nicht, dass wir die Karte noch mit erwischen. So, genau. Nochmal andrücken. So, und dann habt ihr innen auch einen schönen Abschluss und wiederholt sich einfach da nochmal ein bisschen. Ja, ihr Lieben, das ist es eigentlich schon gewesen. Wie gesagt, ich zeige euch das nochmal. Das Designerpapier habe ich euch ja schon gezeigt. Und diese, na, hier hatten wir es. Genau. Diese Folie findet ihr hier auf der Seite 11. Das hat, das ist Metallicfolie. In drei verschiedenen Farben, einmal Kirschblüte, einmal Rokoko Rosa und einmal Sahara Sand. Ich habe jetzt nicht das Rokoko Rosa, doch, ich habe das Rokoko Rosa genommen, das hier ist Kirschblüte, genau. Ja, genau. Und ja, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, hier euer Produktpaket für Stempel und für Stanzen und hier eben das Papier dazu. Und das andere aus der Celebration. Und dann habt ihr auch schon alles. Ja, ihr Lieben, das war's eigentlich schon. Ist schnell und kurz und knackig. Wie gesagt, alles, was ihr dazu braucht, findet ihr. Und auch die Papiermaße findet ihr unten in der Infobox. Wenn Fragen sind oder ihr Bestellungen aufgeben wollt, hier fährt meine E-Mail-Adresse rein. Und ja, dann war's das schon wieder. Und ich sage euch einfach... Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.